herzlich willkommen. Eine Woche out vor der Evo Classic Sichtung 2023. Ich bin eben aufgestanden, beziehungsweise wach war ich schon ein bisschen länger, aber ich wollte noch ein bisschen das Frühstück hinauszögern. Wir haben jetzt kurz vor halb neun und heute nehme ich euch mal mit auf einen Full Day of Prep. Jetzt gibt es erstmal Essen. Wir sind jetzt, wie gesagt, 6 Tage out von der Evo-Sichtung. Heißt, mitten im Zyklus. Heißt, wir sind nochmal gut gedroppt, was das Gewicht angeht. Die Form ist natürlich am besser werden, muss sie auch. Und wir sind absolut in Time und haben alles getan, was wir können. Wenn ich wir sage, natürlich Jan und ich. Haben alles getan, was wir können, um jetzt am Wochenende abzuliefern. Und heute gibt es auch noch eine Lower-Einheit. Heißt volles Programm. Check-ins werden nach dem Frühstück hier gemacht und vorgekocht muss auch noch. Vorgekocht werden muss auch noch. Ich bin noch nicht ganz bei der Sache, aber bin ich sowieso nicht. Also Sprachstörungen sind schon enorm da. Wie gesagt, jetzt gibt es erstmal hier 500 Gramm Magerquark, ein Kaffee. Bisschen zu den Lebenden kommen und dann sehen wir uns später wieder. Meal Prep Vorbereitungen sind im vollen Gange und ich bereite mir immer gleich alles auf einmal vor. Heißt nicht irgendwie morgens mein Frühstück für den nächsten Tag oder abends, sondern halt wenn dann alles gleich auf einmal, wenn ich Zeit habe. Und gerade keine offenen Nachrichten bei WhatsApp oder Check-ins da sind. Jetzt gibt es hier einmal mein Egg White Omelette. Ihr wisst Bescheid. Code JD10 bei Prozis. Und da kommen gleich 400 Milliliter Eiklar rein. Auf diese Frühlingszwiebeln, die ich natürlich nicht tracke, weil das sind vielleicht 10 Gramm oder so. Dann haben wir hier Magerquark mit Gelatine und Wasser, Süßstoff, Salz. Da kommt natürlich gleich dunkle Schokolade drauf plus Beeren. Dann haben wir hier schon mal meine Oats, 100 Gramm für morgen. Morgen ist ein High Day mit fast 3000 Kalorien, dementsprechend let's go. Und hier schon mal ein bisschen angerührtes Whey bzw. Vegan Whey von Prozis as well natürlich. Und zwar hier in der Sorte Caramelized Popcorn kann ich euch nur ans Herz legen. Und hier ein bisschen Brokkoli, frische Heidelbeeren, auch gleich für den Quark höchstwahrscheinlich. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass uns hier die Frühlingszwiebeln nicht verbrennen. Und ich würde sagen, ich zeige euch dann gleich das Endergebnis, wenn alle Meals für morgen ready sind. So, und da sind wir auch schon fertig. Ja, hat jetzt so eine gute Stunde gedauert und dann stehen noch alle Mahlzeiten für die nächsten 1,5 Tage. Also es ist halt wirklich ein routiniertes Arbeit mittlerweile. Wir haben hier Frühstück und vorletztes Meal. Hier haben wir mein letztes Meal jeden Abend. Ist tatsächlich weniger, als es aussieht, weil das sind halt 500 Gramm frischer Brokkoli. Das ist halt alles super voluminös. Gekochter Brokkoli würde super eingehen und der ist halt ja sehr, sehr knackig frisch mit Stiel und so. Das nimmt natürlich Platz ein. Und dann hier 100 Gramm Instant Oats, ein bisschen Erdnusskrokant. Und zwar hier auch immer schön, ihr wisst Bescheid, hier von Prozis. Prozis hat wirklich alles und gerade für sowas mega. Bin tatsächlich eher ein Fan davon oder von diesem Seed Mix hier als von Erdnussbutter. Und ja, dann hier, wie gesagt, mein Quark mit Beeren. Hier ist noch ein grüner Stamm von der Heidelbeere. Und dunkler Schokolade, by the way, die Game Changer Schokolade ist tatsächlich die hier. 85% Kakaoanteil von Aldi. Beste, wirklich beste Schokolade jemals. Also ich finde die besser als die Karamell hier und kann sich wirklich sehen lassen. Und ja, jetzt geht es noch an ein paar Check-ins, ein bisschen Coaching-Arbeit. Aber davor gibt es erstmal noch einen Energy Drink, denn ich merke so langsam wie nach dem Frühstück so, die Energielevel, ne? Ihr wisst Bescheid. Ansonsten, sehen wir uns gleich wieder.
auf dem Weg ins Lower Training. Ich fühle mich absolut nicht bereit dafür. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die letzten 4 Tage, 5 Tage waren die schlimmsten bis jetzt in der gesamten Prep. Also jedes Mal auf dem Weg ins Training habe ich mich gefühlt wie der allerletzte Mensch. Ganz, ganz katastrophal. Und natürlich heute vor der Lower Session spielt ja auch noch mal ein bisschen Anxiety mit rein. Dementsprechend, ja, sind wir definitiv schon mal lebensfroher unterwegs gewesen und vor allem auch optimistischer. Aber hey, das gehört alles dazu. Wichtig ist, dass wir das rausholen, was an dem Tag geht. Nichts im Tank lassen und ja, auch nichts Dummes machen gleichermaßen. Und von daher Monster im Kopf. Und dann wird das schon. By the way, wie findet ihr meine Schuhe? Ich weiß, mehr Basic geht eigentlich kaum. Aber das sind meine ersten Nike Air Force überhaupt. Und mir waren die mal ein bisschen zu klobig, ein bisschen zu dick, ein bisschen zu, weiß ich nicht, nicht sleek genug. So dumm das jetzt auch klingt. Einfach nicht meins gewesen. Aber da ich eh ein paar neue Schuhe gebraucht habe, war es mal in der Zeit, den ganzen Nike Air Force Jüngern eine Chance zu geben und mich davon überzeugen zu lassen, dass das alles ja schon seine Daseinsberechtigung hat, diese Liebesbekundung. Ja, von daher, das ist das erste Paar, das zweite kommt dann hoffentlich noch vor der Evo-Sichtung, denn ich will die dort ausführen, weil sonst gibt es ja nicht wirklich Events, wo man großartig irgendwie neue Klamotten oder irgendwie mal was anziehen kann. Was auch gut ist, so habe ich auch mein Leben gewählt und ich bin der Letzte, der sich irgendwie jeden Tag schick machen will. Aber die würde ich dann schon gerne anziehen. Und die sind auch noch mal ein bisschen fancier als diese ganz normalen Basic Nike Air Force. Wie auch immer, ich denke, ich werde ein bisschen was filmen im Gym. Mal gucken, wahrscheinlich im Hochformat und dann gibt es ein kleines Voice-Over. Weil Querformat ist für die Instagram-Story immer so ein bisschen kacke und die will natürlich auch befüttert werden. Gut, wir sehen uns gleich wieder und dann geht's ab. So, und damit gehen wir auch in dieses Voice-Over. Und ja, ich war auch heute wieder absolut der Meinung, dass das ein ziemlich bescheidene Session wird, weil die letzten 2 Tage liefen wirklich nicht so gut. Ich habe gestern in der Push-Session auch die ein oder andere Rap gedroppt und zwar zum ersten Mal in der Prep, was dann doch eine Überraschung war, weil eigentlich stimmt das Mindset immer absolut bei allen Einheiten. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass eine Lower-Einheit mehr von dir abverlangt als eine Push-Session, bin ich eigentlich immer recht confident in die spezifische Brusteinheit da gegangen, aber an dem Tag, also gestern am 22.07. War einfach ja das erste Mal ein Performanceverlust zu verzeichnen und ich habe den tatsächlich nicht wirklich kommen sehen. Wie auch immer, dementsprechend heute nicht allzu confident gewesen, aber ihr seht hier schon, die Reps fliegen und das mit 137,5 Kilo und hier, ich glaube, jetzt die letzte. Ja, schöner Grind, absolut happy. Es waren 9 Wiederholungen, heißt eine mehr als in der Woche davor und 2,5 mehr als in der Woche davor. Also Progress wurde definitiv angeschoben in der Einheit heute. Also ja, ich kann mich nur wiederholen. Es war wirklich eine Überraschung, aber eine positive natürlich. Und das nehmen wir absolut so mit. Und jede gute Session, jede gute Lower Session und auch jede Lower Session, die jetzt hinter uns gebracht wird, ist ein Meilenstein. Und jede Woche so ja, glücklich, wie ich heute aus der Session gegangen bin, aus der Session zu gehen, ist super, super schön und gibt einem enorm viel Momentum und Kraft dann auch für die kommenden Wochen, weil eins ist gewiss, je niedriger einfach dein Körpergewicht am Ende vom Tag wird, von Woche zu Woche, desto fordernder, desto mehr verlangen auch diese Quad
Compound-lastigen Einheiten von dir ab und da zu sehen, dass es eben nicht bedeuten muss, dass du schwächer wirst, nur weil dein Körpergewicht droppt, nur weil die Prep weiter fortschreitet, ist super befriedigend und gibt mir immer wieder neuen Auftrieb, auch für die kommenden Trainingseinheiten. Und jeder, der mir erzählt, er wird schwächer, er verliert Reps, oh, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend. Leute, bitte sucht eure Männlichkeit, um das jetzt mal so auszudrücken, was ich natürlich jetzt keine Geschlechterklischees, keine Geschlechterrollen hier bitte, also ein Mann muss nicht mal männlich sein und eine Frau nicht immer weiblich, was jetzt das Klischee angeht, aber was ich damit sagen will, ist einfach, reißt euch mal zusammen und seid keine Pussys, so auf gut Deutsch, so macht einfach mal. Es gibt keinen Grund, warum ihr bis zu einem gewissen Punkt in der Prep schwächer werden solltet. Wenn ihr nicht in der Offseason mit enorm viel Weichteilhemmung gearbeitet habt und jetzt auf einmal viel mehr ROM zu absolvieren habt, dann gibt es auch keinen Grund, warum ihr muskulär schwächer werden solltet. Denn wenn ihr die Kraft gehalten habt in den letzten Wochen und Monaten der Prep oder der Diät, dann wird eure Muskulatur noch genau da sein, wo sie am Anfang der Diät war. Und eure Muskulatur ist im Endeffekt das, was dann auch Gewicht bewegt, was dann Leistung vollbringt. Und von daher gibt es keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung, schwächer zu werden. Wenn euer Mindset nicht mitspielt, dann ist es klar, dass ihr auch Reps verliert. Aber wenn ihr das hinbekommt, dass es eben nicht dazu kommt, dass ihr an euch zweifelt, dass ihr euch Sorgen macht, dass ihr euch Gedanken macht, dass ihr euch schlecht redet. Wenn es nicht dazu kommt, dann ist eben auch die Gefahr, dass ihr Reps verliert, gleich null oder sehr, sehr gering. Also von daher, ihr werdet nur dann schwächer, wenn ihr zulasst, dass ihr schwächer werdet. Und das spielt sich zum Großteil im Kopf ab, zum ganz, ganz überwiegenden Großteil. Und das merke ich einfach jede Woche wieder aufs Neue. Ja, also das nochmal dazu, Wort zum Sonntag. Gebt Gas, geht aus eurer Komfortzone raus, ertragt Schmerz, wo er zu ertragen ist und macht keine unvernünftigen Dinge und dann bleibt ihr verletzungsfrei, dann bleibt ihr stark, dann bleibt die Performance da, wo sie sein soll und ihr könnt sogar noch eine Schippe drauflegen, selbst in der Prep, selbst mit einstelligen Körperfettzahlen und bis ganz, 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 ganz weit in die Wettkampfvorbereitung hinein. Gut, so viel zum Mindset-Talk hier. Ich will einfach nur damit klar machen, viele reden sich intrinsisch schlecht und lassen dann Reps droppen, die sie eigentlich gar nicht droppen müssten. Also reißt euch zusammen und bringt die Leistung. So, kurzes Zwischenfazit an der Stelle. Hätte ich nicht erwartet, dass nach der sehr, sehr guten Woche letzte Woche nochmal so eine produktive Folge, zumindest jetzt was die Compounds angeht, in der Lower Session. Ich muss sagen, die letzten beiden Einheiten waren dann doch eher ja, nur zufriedenstellend, aber nicht wirklich progressiv. Und das hat sich jetzt dann doch nochmal sehr, sehr gut zum Positiven gewendet und schöner Abschluss. Beziehungsweise schöne letzte Lower-Einheit vor dem ersten Meilenstein mit der Evo-Sichtung. Und das gibt mir sehr viel innere Erfüllung zu sehen, dass wirklich, Vergangenheits- oder Zukunfts-Julian, hat es euch wahrscheinlich schon im Voice-Over gesagt, aber dass wirklich in fast jedem Compound-Quad-Satz bis jetzt, ich bin durch, eine Rep mehr ging, beziehungsweise einfach Progression drin war. Und zwar wirklich ohne jetzt großartig die Form oder die Kadenz oder was auch immer, die ROM zu vernachlässigen. Schön.
weiter geht's. Und dann nach den Compounds ging es noch an ein paar Sätze Isos. Hier zwei Sätze Beinstrecker mit einer Pause unten im Stretch. Auch hier eigentlich seit jeher matched Reps. Ich muss ehrlich gestehen, dass nach den ersten drei Compound-Sätzen einfach auch die Luft raus ist und da jetzt nicht mehr allzu viel Progression, gerade jetzt was hier auch den Quad isoliert noch angeht, weil ich schon bei den Compounds sehr, sehr isoliert aus dem Quad herausarbeite, dass da dann einfach auch nicht mehr so viel Progression möglich ist. Nach vier Sätzen All-Out, Muskelversagen, geht da einfach auch nicht mehr so viel und da muss man sich dann noch eingestehen, okay, es bringt jetzt gar nichts, wenn du hier die Technik schleifen lässt oder die ROM verkürzt, nur um irgendwie eine Rep noch mehr rauszuholen. Gib dich zufrieden mit dem, was du bekommst und versuch die Kraft zu halten, die Wiederholung zu halten, die Leistung zu halten. Und das ist alles, was in deiner Macht steht. Und ihr seht hier, ich glaube, der Satz war definitiv intensiv genug. Ja, also sehr, sehr happy damit. Und wichtig einfach, dass ihr standardisiert arbeitet und das auch wirklich in jeder Session. Dann gab es noch vier Sätze Adduktor, schön mit Intra-Session-Steps zwischen den Sätzen. Also da laufe ich dann immer so meine 3 bis 4 Runden im Studio herum und dann geht es in den nächsten Satz. Und das sind dann, ja, jetzt zum Beispiel um 6:30 12.000 Schritte mit zum Studio hinlaufen, vom Studio wieder nach Hause laufen und in der Zwischenzeit zwischen den Arbeitssätzen im Gym meine Steps machen und ja, dann kommt man nach Hause nach dem Training und muss sich um so Sachen wie Steps sammeln oft keine Gedanken mehr machen, was sehr, sehr befreiend ist. So, das war's von mir und jetzt viel Spaß beim Video. So, wir sind jetzt fast at home und ich muss sagen, die Einheit lief wirklich wie geschnitten Brot, also kann man auf jeden Fall mal machen. Wirklich die beste Lower Session seit Monaten. Also wirklich, wirklich crazy. Was eine solide Tagesform und vor allem, was es ausmacht, die Dinge zu nailen, die man nailen kann, die Dinge kontrolliert gut laufen zu lassen, nach Plan laufen zu lassen, die man kontrollieren kann. Und wenn man das schafft, dann ist selbst mit 12 Kilo weniger Bodyweight so eine Einheit wie heute drin und das macht mich sehr happy. Das macht mich wirklich sehr happy. Das sind die kleinen Dinge, wie eine gute Lower Session. Leute, sieht das hier nicht wunderschön aus? Also, wenn ihr mir da nicht zustimmt, dann weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Heidelbeeren, Apfel, ein paar Sämchen hier, so ein paar Nüsschen und die veganes Whey. Geht jetzt ganz tief rein und dann geht es gleich weiter an die Arbeit. Ich habe jetzt noch ein paar Check-ins gemacht. Wir gönnen mir jetzt hier ein bisschen Lipton Zero Green Tea, also grüner Tee. Und ja, Jan hat mir, by the way, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, die Kalorien erhöht und zwar auf ganze 295 an High Days, das sind 2 an der Zahl in der Woche. Und an 277 oder so an Low Days. Also es ist doch einiges an Calorie Intake momentan. Und das freut mich natürlich. Also wer bin ich oder wer wäre ich mich auf Prep über zu viele Kalorien zu beschweren. Das Ganze kommt natürlich auch nicht ohne den Preis. Denn man muss ja auch ehrlich dazu sagen, dass ja, die Aktivität dementsprechend auch sehr hoch ist. Bei um den dicken Daumen 13.000 bis 15.000 Steps jeden Tag plus 2x 60 Minuten Cardio momentan. Und ja, ich meine, das ist mir super recht so. Solange das nicht noch mehr wird, ist das absolut fein und das kann ich leisten. Aber es ist halt schon ein Brocken an, ja, einfach Zeit, die da auch drauf geht. Dadurch, dass ich halt in meinen Sessions meine Intra-Workout-Steps mache, geht das alles schon. Aber es ist spannend, was jetzt auch an Makros, an Aktivität, an genereller Vorgehensweise, was sie auch am Approach an das ganze Thema Prep tut und wie unterschiedlich das auch zum letzten Mal ist. Aber keine Prep ist gleich und von daher, ja, es läuft. Was will man mehr?
Falls ihr euch, by the way, fragt, wie so ein High Day aussieht und wie ich 3000 Kalorien in der Prep so gestalte, dann abonniert den Kanal und wartet ein paar Tage, denn ich werde morgen ein Full Day of Eating abdrehen mit allem drum und dran und euch mitnehmen. Und dann seht ihr mal, was 3000 Kalorien in der Prep so bedeuten und wie die verwertet werden. Denn der Tag unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was sonst so gegessen wird. Ja, aber auch nicht viel, aber ein bisschen. Und dementsprechend, wenn ihr das Ganze sehen wollt, Abo dalassen und vorbeischauen. Während hier mein zweites Meal Post-Workout vernichtet wird, schaue ich mir hier den neuesten Vlog von Chris an. Ich bin so happy, dass er wieder mit YouTube angefangen hat. Das sind wirklich einfach mit Nico zusammen die heftigsten Vlogs aus Wien überhaupt und immer hochqualitativer Content. So nice zum Anschauen, ich lieb's. Im Hintergrund wird auch schon am Video geschnitten. Und ja, dann folgt der dritte Arbeitsblock. Dann gibt's Abendessen, vielleicht noch einen kleinen Spaziergang hier um den Block einmal, um ein paar Steps noch einzukriegen. Und dann war's das auch heute schon mit dem Video. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und wir sehen uns spätestens dann zur Evo-Sichtung oder zum Full Day of Eating. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, lasst ein Abo da, kommentiert, supportet das Ganze. Ich bin raus, euer Julian. Ciao, ciao.